Na, was meint ihr, schafft dieser pH-neutrale Schaum von Wellet Pro diese Betria-Alufelge richtig sauber zu machen? Oder muss ich zu einem Felgenreiniger greifen? Diese Felgen habe ich schon bereits mit dem Schaum eingesprüht. Hier werde ich es auch machen. Dazu verwende ich natürlich meine altbekannte Gloria 36V, den Hochdruckreiniger, der mich vollends überzeugt hat, mit warmem Wasser drin. Schaum ist nachgefüllt. Jetzt schauen wir uns doch gerade noch das Schaumbild an und selbstverständlich nachher das Ergebnis. Und dann starten wir doch mal die Gloria. Und das Schaumbild kann sich wie immer sehen lassen. Alle vier Räder sind jetzt eingeschäumt. Die anderen Felgen waren innen schon sauber. Nur die eine Felge sah nicht so prickelnd aus. Ebenso der Reifen. Das Mittel ist sehr ergiebig und schäumt sehr schön. Jetzt lassen wir das Ganze 3 bis 4 Minuten einwirken und danach nehmen wir wieder die Gloria mit der ganz normalen Wasserdüse und machen das sauber. Und dann bin ich doch gespannt, ob ich immer noch diesen teuren Queasy Carmagnac Felgenreiniger benötige. Denn ganz ehrlich, der Schaum ist sehr ergiebig. Für ein paar Flaschen oder für 2 Sets von diesem Felgenreiniger bekommt ihr schon fast die Gloria. Und dann könnt ihr die Felgen super selber sauber machen. Aber schauen wir jetzt, was wir in 3 bis 4 Minuten hier sehen werden. Die Einwirkzeit ist vorbei. Circa 5 Minuten habe ich es jetzt einwirken lassen. Jetzt schauen wir uns doch mal das Ergebnis vorab an. Es hat sich doch schon gut gelöst. Jetzt nehmen wir wieder die Gloria ohne den entsprechenden Schaumaufsatz und werden das Ganze abspülen, abreiben und schauen uns das Ergebnis dann am Tuch an, wie das Ganze aussieht, was für Rückstände sind noch am Tuch und schauen uns die Felge im Ergebnis an. Das Ganze ist abgekerchert. Ich sehe immer noch die Reste vom Staub hier dran. Gehen wir doch mal drauf. Hier, wie wir es sehen können, Felge ist leider immer noch schmutzig. Also der Schaum mit der Gloria hat hier leider nicht unbedingt das bewirkt, was er sollte. Wir nehmen jetzt und testen also jetzt damit dann gerade den Queasy Carmagnac Felgenreiniger. Diesen aufsprühen auf die angefeuchtete Felge, auch 3 bis 4 Minuten warten, bis der Farbumschlag stattfindet und dann reinigen. Ich werde jetzt die Flasche in Betrieb nehmen und wir werden es gemeinsam einsprühen und einwirken lassen. Leicht vorne am Verschluss gedreht und nun sprühen wir doch mal die Innenseite der Felge großzügig ein. Bin ich doch mal gespannt, ob dieser Felgenreiniger das macht, was der Chris von Carmagnac in seinen Videos verspricht. Alles ist entsprechend eingesprüht. Jetzt hier noch auf die Fläche, auf die einzelnen Speichen großzügig drauf. Der Felgenreiniger riecht sehr angenehm, das muss man sagen. Das stimmt schon mal, was in den Videos entsprechend gesagt wird. Und jetzt lassen wir das Ganze einwirken, bis sich die Farbe ändert. Nach gut 4 Minuten hat sich die Farbe jetzt geändert. Wie wir sehen können, dort unten ist es so ein Weinrot-Rosaton geworden. Bei den anderen Felgen ist nicht viel passiert an der Oberfläche. Doch hier sehe ich etwas ein wenig, also dort, wo überall das Mittelchen reagiert, dort verfärbt es sich. Die Oberfläche sieht jetzt schon mal etwas besser angelöst aus als wie mit dem Schaum. Aber nun kerchen wir das Ganze ab und schauen uns das Ergebnis an. Und hier abgekerchert sieht es doch sehr gut aus. Nehmen wir doch jetzt hier auch mal den Lappen, wischen drüber. Und es sieht doch wesentlich sauberer aus als wie vorhin bei dem Schaum. Also eine Empfehlung, nehmt einen schönen Felgenreiniger wie diesen von Queasy Carmagnac. Einen Vergleich mit einem anderen Felgenreiniger habe ich leider nicht. Und eure Betria
Er strahlt im Glanz. Ich werde jetzt noch die Oberseite machen und dann schauen wir uns doch das Gesamtergebnis nochmal zum Abschluss an. Na, das Ergebnis kann sich doch sehen lassen. Sehen wir uns doch mal diese Felge jetzt an, aber auch die anderen Felgen wieder wie neu. Hut ab, Quizzy Kamenjek. Hut ab, Gloria Hochdruckreiniger in Kombination der Hochdruckreiniger mit dem Quizzy Kamenjek Felgenreiniger hat richtig gute Arbeit geleistet und richtig gut funktioniert. Die Felgen wieder wie neu ab Werk liegen sie hier vor mir. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ich verlinke euch alle verwendeten Produkte in der Videobeschreibung. Und bis zum nächsten Video, euer Mario.